wir sind ja jetzt durchgeimpft und irgendwo muss man ja auch mal wieder zur Normalität hin zurückkommen. Ich gehe davon aus, dass ich tatsächlich nicht dorthin gehe. Auch wenn ich bin zwar geimpft, aber aus Schutz und Selbstschutz werde ich das wahrscheinlich nicht tun. Wahrscheinlich werde ich hingehen, aber mit einem gewissen betrappelten Gefühl, sage ich es mal. Also ich meide eigentlich noch so Menschenmengen. Es ist jetzt schon relativ voll hier und auf dem Weihnachtsmarkt wird es noch voller. Insofern würde ich eher dafür sein, dass man Weihnachtsmärkte vielleicht sehr, sehr weit zurückfährt. Ich würde es schon ausprobieren. Aber wenn es mir zu voll ist, würde ich auch schnell wieder gehen. An sich ist es ja draußen, also finde ich das schon mal ein bisschen weniger schlimm dann. Und ich finde es halt gut, wenn es dann auch 2G ist. Das ist ein guter Schritt auf jeden Fall. Aber klar, man muss sich trotzdem darauf einstellen, dass man es eventuell trotzdem kriegen kann. Ich glaube auch mit 2G, ne, da wird vielleicht der ein oder andere auch drunter sein, der vielleicht Infektionsträger ist. Also ich stelle es mir in der Umsetzung noch ziemlich schwierig vor. Ich meine, es sieht so aus, als ob dann direkt an den Buden kontrolliert wird. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich so durchgezogen wird. Deshalb finde ich es eigentlich gut, ne, aufgrund der Entwicklung der letzten Tage, dass man vielleicht auf den Weihnachtsmarkt gänzlich verzichtet, beziehungsweise ich würde jetzt nicht hingehen. Ich denke schon, dass das auch dazu führen könnte, dass mehr Leute sich einfach trauen, dann auch hinzugehen und dann einfach ein schöneres vielleicht auch Erlebnis auf dem Weihnachtsmarkt haben.